Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Krischer, nur noch mal so zur Nachfrage, habe ich das richtig verstanden? Sie bezeichnen Geschenke, Sie bezeichnen also die Entschädigungszahlung an die Unternehmen, denen jetzt mit staatlichen Eingriffen hier das marktwirtschaftliche Betätigen verwehrt wird als Geschenke, habe ich das richtig verstanden? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen mangelndes rechtsstaatliches Verständnis. Und Frau Ley, Sie haben, glaube ich, so ein bisschen die Unternehmensleitung der Unternehmen versucht zu kriminalisieren, habe ich das so richtig verstanden? Also das ist also sehr bedenklich, aber das vielleicht mal vorab. Sehr geehrte Damen und Herren, also mit dem Ausstieg aus der Kohle steigen wir in Deutschland auch aus dem gesunden Menschenverstand aus. Wir hatten eine soziale, eine verlässliche und eine wettbewerbsfähige Stromversorgung, aber die ist nun leider perdu. Strom wird vermutlich zum Luxusprodukt. Herr Ministerpräsident Woidke aus Brandenburg sagt selbst, es wird also 50 Cent die Kilowattstunde kosten. Das bestätigen auch Experten, aber das ist wahrscheinlich nur der untere Rand dann dieser Kosten. Und mit dem Vorhaben, die Strompreise bzw. indirekt die Unternehmen zu subventionieren, sind wir nun vollends in der Planwirtschaft gelandet. Na, herzlichen Dank. Die sozialistische DDR lässt hier wieder grüßen. Und ich sehe vor meinem geistigen Auge auch schon die Glückwunschtelegramme aus Kuba, aus Venezuela und aus Nordkorea. Herzlichen Dank. Aber, liebe Freunde, wir von der AfD halten an der Kohle fest. Wir sehen keinen einzigen Grund, aus der Kohle auszusteigen. Denn ein Ausstieg aus der Kohle ist ökologisch völlig sinnlos. Wir sparen damit keine CO2-Ausstöße ein. Wir haben, wenn wir aus der Kohle aussteigen, vielleicht weltweit einen Effekt von 0,1%. Und das ist verschwindend gering. Und andere Staaten, die halten an der Kohle fest. Es gibt mehr als 1000 Kohlekraftwerksprojekte weltweit in Planung oder im Bau. Andere Staaten halten daran fest, so schlecht kann die Kohle ja nicht sein. Und wenn wir uns den Bericht der Kohlekommission mal anschauen, dann liest er sich in der Tat wie so ein Fünfjahresplan in der DDR. Also da gibt es Durchhalteparolen, da werden die Folgen völlig unterschätzt oder sogar negiert, da werden die Ziele rosa-rot gemalt. Und da gibt es jede Menge Phrasen. Ich habe mal geschaut, das Wort Wertschöpfung in seinen Kombinationen kommt 143 Mal vor. Dabei ist ja genau der Ausstieg aus der Kohle das Gegenteil. Das ist eine negative Wertschöpfung, Minuswertschöpfung. Das ist eine Zerstörung des Bruttosozialproduktes. Und ich wüsste nicht, warum dieses Wort dort hier verwendet werden sollte. Oder 149 Mal taucht also das Wort Wachstum auf. Dabei weiß doch jeder, mit dem Ausstieg aus der Kohle werden wir Negativwachstum hinlegen und das Bruttosozialprodukt in den Keller fahren. Und da reichen auch nicht die 40 Milliarden, die da angedacht sind, auch noch über den Zeitraum von Jahrzehnten und auch für deutschlandweit. Und wenn wir nur allein die Wertschöpfung in der Lausitz nehmen, das sind eine Milliarde, das sind anderthalb Milliarden pro Jahr. Das kann auch keine Strukturwandelkommission oder keine Gelder kann das kompensieren. Und da sagen wir, das ist mit uns nicht zu machen. Der Kohleausstieg ist ökologisch völlig sinnlos. Er schädigt uns, er schädigt unsere Volkswirtschaft. Wir haben 2021 schon ein Loch in der Energieversorgung prognostiziert von den vier großen Übertragungsnetzbetreibern von 5,5 Gigawatt. Wir werden in den nächsten Jahren dann weiter eine Lücke reißen in unserer Energieversorgung. Nehmen wir uns einfach mal ein Beispiel. 24. Januar dieses Jahres, da hat man einen Bedarf von 78 Gigawatt und den Bedarf haben die erneuerbaren Energien nur zu 1,5 Gigawatt decken können. Und wenn wir diese Konstellation, diese Situation einfach mal ein paar Jahre hochrechnen, dann erleben wir was? Natürlich den Blackout, dann geht gar nichts mehr. Und sehr geehrte Damen und Herren, was ein Blackout bedeutet, kann man überall nachlesen. Das kann Menschenleben kosten, Patienten im Krankenhaus. Wir werden dann vermutlich das Rettungswesen da niederliegen sehen und all die Dinge, die damit verbunden sind. Aber das wollen wir eben nicht.
Aber wir erleben ja jetzt schon teilweise Stromausfälle, zum Beispiel im Millisekundenbereich. Das ist nicht gut für eine so entwickelte Volkswirtschaft wie die unsere. Und daran können wir erkennen, dass wir jetzt schon längst diesen Pfad eingeschlagen haben, unsere eigene Stromversorgung hier zu zerstören. Und fragen Sie Unternehmer, energieintensive Unternehmen beklagen sich auch, dass ihnen ständig der Strom abgestellt wird. Das ist unserer Volkswirtschaft einfach nicht würdig. Und da sagen wir, nein, mit uns nicht. Wir halten an der Kohle fest. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abgeordnete Bernd Westphal. Vielen Dank, Herr Präsident.